Wahrlich, Ibrahim war ein Vorbild, Allah demütig ergeben und einer der Anhänger des rechten Glaubens. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Er war dankbar für seine Gnade, so erwählte er ihn und leitete ihn auf den geraden Pfad. Und wir gaben ihm diesseits Gutes und im Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen. Die Propheten sind die besten Menschen, die jemals gelebt haben. Doch gab es auch unter ihnen unterschiedliche Ränge. Ibrahim a.s. hat eine sehr besondere Stellung. Anas ibn Malik radiallahu an berichtet, ein Mann kam zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Bestes aller Geschöpfe, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist Ibrahim a.s. Zweifelsohne ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Beste aller Geschöpfe. Doch aus Respekt und Bescheidenheit nannte er nicht sich selbst, sondern Ibrahim a.s. Doch lehrt uns diese Aussage mehr als das. Und zwar, dass Ibrahim a.s. nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam der zweitbeste Prophet war. Ibrahim wurde ein besonderer Titel zuteil, den außer ihm nur noch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam. Er trägt den Beinamen Khalilullah, der Freund Allahs. Ein Titel, den Allah subhanahu wa ta'ala selbst ihm gegeben hat. Und Allah nahm sich Ibrahim zum Freund. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Um Lehren aus den Geschichten der Propheten zu ziehen, müssen wir ihre Geschichten studieren. So lasst uns einen Blick in das Leben von Khalilullah, Ibrahim a.s. werfen und der Ayah nachkommen und gedenke im Buch Ibrahims, er war ein Wahrhaftiger und ein Prophet. Ibrahim a.s., der auch als Vater der Propheten bekannt ist, wurde in Babylon geboren, was im heutigen Irak liegt. Er war ein Mann von hoher Intelligenz, was in seinem Vorgehen und den Gesprächen, die er führte, um Allahs Botschaft voranzubringen und zu verteidigen, zum Vorschein trat. Zu seinem Alter gibt es verschiedene Überlieferungen. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass er mindestens 150 Jahre alt wurde. Er war der Sohn von Asr, der nicht nur ein Götzendiener war, sondern diese Götzen sogar mit den eigenen Händen aus Steinen oder Holz anfertigte. Sein Volk betete diese Statuen aus Steinen und Holz an. Der Freund Allahs, Ibrahim a.s., wuchs also in einer Atmosphäre des Götzendienstes auf. Doch Allah bewahrte ihn bereits vor seinem Prophetentum davor, irgendeine Art des Götzendienstes zu begehen. Bereits im frühen Kindesalter war er sich des Widerspruchs bewusst, dass Gegenstände aus Holz und Stein Götter sein sollten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wir verliehen bereits zuvor Ibrahim seine Besonnenheit und wir wussten über ihn Bescheid. Einmal sah Ibrahims Vater, wie er auf eine Statue namens Marduch ritt, woraufhin er ihm befahl abzusteigen. Ibrahim fragte ihn, was das für eine Statue sei, und sein Vater sagte, das ist Marduch, der Gott der Götter, mein Sohn. Seine großen Ohren zeigen sein tiefes Wissen. Als Ibrahim a.s. dies hörte, fing er an zu lachen. Zu jenem Zeitpunkt war er gerade einmal 7 Jahre alt. Aber bereits in frühen Jahren ließ Allah subhanahu wa ta'ala ihn die Falschheit des Götzendienstes erkennen. Ibrahim a.s. liebte seinen Vater sehr. Als er zum Propheten Allahs erwählt worden ist, wollte er seinen Vater davor bewahren, in die Irre zu gehen. Deshalb kam es zu einem Gespräch zwischen Ibrahim a.s. und seinem Vater. Ibrahim a.s. sagte, O mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört und was nicht sieht und was dir nicht nützt? O mein lieber Vater, gewiss, zu mir ist Wissen gekommen, was zu dir nicht gekommen ist. So folge mir, dann leite ich dich einen ebenen Weg. O mein lieber Vater, diene nicht dem Satan. Gewiss, der Satan ist gegen den Alabama widerspenstig. O mein lieber Vater, ich fürchte, dass dir die Strafe vom Alabama widerfährt, sodass du zu einem Gefolgsmann des Satans wirst. Ibrahim a.s. lud seinen Vater auf wunderschöne Art zum Islam ein. Er zeigte ihm, wie nutzlos und belanglos diese Statuen sind und forderte ihn auf, stattdessen ihm zu folgen. Doch die Reaktion von Ibrahims Vater war sehr enttäuschend. Er sagte zu Ibrahim, verschmähst du meine Götter, o Ibrahim. Wenn du nicht aufhörst, werde ich dich gewiss steinigen und meide mich eine Zeit lang. Er sagte, Friede sei auf dir. Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Gewiss, er ist zu mir sehr entgegenkommend. Ich werde mich von euch und dem, was ihr anstatt Allahs aufruft, fernhalten und nur meinen Herrn aufrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. Sich vorzustellen, dass der eigene Vater einen steinigen würde,
obwohl man nichts anderes als die Wahrheit verkündet, und darüber hinaus zu wissen, dass er in die Hölle eintreten wird, wenn er nicht zur Besinnung kommt, ist unfassbar hart. Aber es hielt Ibrahim nie davon ab, die Wahrheit zu sprechen und das Unrecht anzubringen. Ibrahim alaihi salam bat für seinen Vater um Vergebung. Doch als ihm bewusst wurde, dass er ein Feind Allahs ist, sagte er sich von ihm los. Und Ibrahims Bitte um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gab. Als ihm jedoch klar wurde, dass er ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los. Wahrlich, Ibrahim war barmherzig und sanftmütig. Er richtete sich an seinen Vater und sein Volk und fragte, wem dient ihr? Sie sagten, wir dienen Götzen und so geben wir uns dauernd ihrer Andacht hin. Er sagte, hören sie euch, wenn ihr sie anruft? Oder nützen sie euch? Oder schaden sie euch? Sie sagten, nein, vielmehr fanden wir bereits unsere Väter desgleichen tun. Ibrahim a.s. versuchte seinem Vater und seinem Volk aufzuzeigen, wie nutzlos ihre Götzen waren und dass man so etwas nicht zum Gott nehmen darf. Aber sie gingen nicht auf seine Argumente ein. Sie verharrten in Sturheit und hielten an ihrer Falschheit fest, nur weil ihre Vorväter dasselbe taten. Khalilullah alaihi salam war sehr präzise und eloquent in seiner Sprache und machte jene, die stur an ihrer Position festhielten, argumentativ mundtot. Ibrahim fuhr fort, was meint ihr wohl zu dem, was ihr zu verehren pflegt, ihr und eure Vorväter? Gewiss, sie sind mir Feinde, außer dem Herrn der Weltenbewohner, der mich erschaffen hat und mich recht leitet und der mir zu essen und trinken gibt und der, wenn ich krank bin, mich heilt und der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht. Und von dem ich hoffe, dass er mir am Tage des Gerichts meine Verfehlungen vergeben wird. Die Beispiele, die er erwähnt, sollten auch bei der unaufrichtigsten Person Spuren hinterlassen. Vor allem, wenn man über das Gottesbild nachdenkt, welches Ibrahim vermittelt, das im Gegensatz zu leblosen und unnützen Statuen aus Holz und Stein steht. Doch was er auch versuchte, sie hielten entschlossen an ihrer Falschheit fest. Von Aufgeben konnte aber nie die Rede sein. Ibrahim alaihi salam hatte einen Plan. Er sagte, und bei Allah, ich werde ganz gewiss gegen eure Götzen eine List anwenden, nachdem ihr den Rücken gekehrt habt. Sein Volk wollte zu einem Fest hinausgehen, doch Ibrahim alaihi salam blieb zurück. Er wurde gefragt, warum er nicht mitkäme. Da sagte er, gewiss, ich bin krank. Da kehrten sie ihm den Rücken. Er war nicht insofern krank, dass er gesundheitliche Probleme hatte. Was Ibrahim alaihi salam damit meint ist, dass es ihn krank macht, woran sie glauben und dass sie daran festhalten. Als sein Volk außerhalb der Stadt bei ihrem Fest war, ging Ibrahim a.s. zu den Götzen und setzte seinen Plan in die Tat um. Da schlug er sie in Stücke, außer einem großen von ihnen, auf das sie sich an ihn wenden möchten. Nachdem Ibrahim a.s. alle bis auf eine Götze zerstörte, nahm er seine Axt und hang sie um die größte von ihnen. Als sein Volk zurückkam und sah, was man ihren Göttern antat, waren sie außer sich. Sie sagten, wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den Ungerechten. Sie sagten, wir hörten einen Jüngling, sie erwähnen, man nennt ihn Ibrahim. Sie sagten, so bring ihn her, vor die Augen der Menschen, auf dass sie es bezeugen mögen. Sie sagten, hast du dies mit unseren Göttern getan, o Ibrahim? Er sagte, nein, vielmehr hat das dieser Große unter ihnen getan. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Auch in dieser Situation zeigt sich die Intelligenz von Ibrahim a.s. Er zerstörte die Götzen nicht nur, weil er Hass und Abneigung gegen sie verspürte, sondern um sein Volk erneut zu zeigen, dass sie nichts als leblose Statuen sind, die keine Anbetung oder die Bezeichnung Gott verdienen. Damit war nicht Schluss, denn raffiniert wie Ibrahim a.s. war, forderte er sie auf, die Götzen zu fragen, wer dafür verantwortlich gewesen ist. Sein Volk war das Problem bewusst, weshalb sie ihm erwiderten, du weißt doch, dass sie nicht reden können. Er, Ibrahim a.s., sagte, dient ihr denn anstatt Allah dem, was euch nichts nützt und nichts schadet? Pfui über euch und das, dem ihr anstatt Allahs dient. Begreift ihr denn nicht? Er versuchte sie mit allen Mitteln von der Wahrheit zu überzeugen. Doch leider haben sie nicht begriffen. Statt Einsicht zu zeigen, griffen sie zu härteren Maßnahmen. Denn wie so oft wendet man sich der Gewalt zu, wenn man keine Argumente mehr hat. Deshalb sagten sie, errichtet für ihn einen Bau und werft ihn in den Feuersbrand. Tagelang sammelten sie Holz und errichteten ein gewaltiges Feuer. Ein Feuer, das so riesig war, dass Vögel, die darüber flogen, tot auf den Boden stürzten. Allahu Akbar. Das alles für einen jungen Mann, der für sie nichts anderes als die Rechtleitung wollte. Sie errichteten ein Katapult, mit dem sie Ibrahim a.s. ins Feuer werfen wollten. Als sie dann Ibrahim a.s. ins Feuer warfen, sagte er nur, Hasbunallah wa ni'mal wakil.
unsere Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachverwalter. In so einer Situation, die aussichtsloser nicht sein könnte, wandte er sich mit diesen edlen Worten an seinen Herrn. Wo die meisten in Panik ausbrechen würden, war Ibrahim a.s. die Ruhe selbst. Denn er wusste, dass er Allah subhanahu wa ta'ala auf seiner Seite hat und dass man nichts anderes als ihn braucht. Sie wollten mit einer List gegen ihn vorgehen, doch da machten wir sie zu den Unterlegenen. Wie machte Allah subhanahu wa ta'ala sie zu den Unterlegenen? Wir sagten, O Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit für Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala änderte die Eigenschaft des Feuers, das eigentlich alles verschlingen würde, was es berührt, und ließ es für Ibrahim a.s. kühl und angenehm sein. So stand Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim bei und vereitelte die Pläne seines Volkes. Ibrahim a.s. verweilte 40 oder 50 Tage im Feuer, und als er rauskam, sagte er, danach gab es keine schöneren und angenehmeren Tage und Nächte wie diese. Ich wünschte, dass diese Tage und Nächte noch angedauert hätten. Allahu Akbar, was geschehen ist, war ein Wunder durch die Macht Allahs. Nach diesem Ereignis erfuhr Nimrud, der damals mächtigste König, davon und forderte, dass man Ibrahim a.s. zu ihm bringt. Nimrud hielt sich selbst für Gott. Dann hörte er von Ibrahim, der zum Iman an Allah aufrief und der ein Wunder vollbrachte, in dem das Feuer ihn nicht schaden konnte. Allah sagt im Koran, siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte? Sie hatten eine Diskussion, bei der Ibrahim a.s. nicht um Haaresbreite von seiner Position abwich. Ihm war egal, wer vor ihm stand. Ibrahim sagte zu Nimrud, mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Nimrud sagte, ich mache lebendig und lasse sterben. Nimrud ließ zwei Männer bringen. Den einen ließ er töten und den anderen ließ er am Leben. Aber das war nicht, was Ibrahim meinte. Und auch Nimrud wusste, dass lebendig machen mehr ist, als jemanden vor dem Tod zu verschonen. Ibrahim wollte den Menschen unmissverständlich aufzeigen, dass nur Allah das Recht hat, angebetet zu werden. Und so sagte er, a.s. weiter, Allah bringt ja die Sonne vom Osten her, so bring du sie vom Westen her. Da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft. Ein weiteres Mal zeigt uns Allah im Koran, mit welcher Überlegenheit Ibrahim a.s. seinen Widersacher argumentativ in die Knie zwingt. Denn Nimrud hatte dem Gesagten nichts mehr entgegenzusetzen. Trotz der Arbeit, die Ibrahim a.s. leistete, um die Menschen zu überzeugen, folgten ihm nur seine Frau Sarah und sein Neffe Lut a.s., der später selbst auch zum Propheten ernannt wurde. Sie wanderten gemeinsam aus. Auf ihrem Weg gingen sie durch Haran und Ägypten. Sarah wusste, dass Ibrahim a.s. den Wunsch nach Kindern hatte. Jedoch war sie nicht in der Lage, Kinder zu bekommen. So schenkte sie ihm Hajar, die ihm mit Allahs Erlaubnis Ismail a.s. als Sohn gab. Zu jenem Zeitpunkt war Ibrahim a.s. bereits 86 Jahre alt. Ibrahim a.s. sagte zu seiner Frau Hajar, dass sie sich und ihren Sohn für eine lange Reise vorbereiten soll. Nach einiger Zeit kamen sie an einem Ort an, an dem weit und breit nichts als Wüste war. Keine Menschen, keine Häuser und kein Leben. Das damalige Mekka. Es war zu jener Zeit und an jenem Ort, als Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim den Befehl gab, seine Frau Hajar und seinen Sohn Ismail, der noch ein Säugling war, zu verlassen. Er ließ sie mit einem Sack Datteln und etwas Wasser inmitten des Nichts zurück, was normalerweise den sicheren Tod für die beiden bedeuten würde. Hajar rief ihm hinterher, O Ibrahim, wo willst du hin? Wirst du uns in dieser Wüste allein lassen? Doch Ibrahim a.s. antwortete nicht. Sie fragte mehrere Male, doch Ibrahim a.s. antwortete nicht, bis sie erkannte, was vor sich ging. O Ibrahim, hat dir Allah dies befohlen? Er bejahte, woraufhin Hajar zufrieden sagte, dann wird er uns nicht im Stich lassen. Und so zog Ibrahim a.s. weiter und ließ Hajar und Ismail auf Allahs Befehl hin zurück. Als er so weit von ihnen entfernt war, dass sie ihn nicht mehr sehen konnten, wandte er sich Richtung Kaaba, hob seine Hände und sprach folgende Dua. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen,
bei deinem Haus wohnen lassen, unser Herr, damit sie das Gebet verrichten. So lasse ihre Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten, auf dass sie die Dankbaren sein mögen. Hajar begann, ihr Sohn Ismail zu stillen und von dem Wasser zu trinken. Als aber das Wasser aufgebracht war und sie keine Milch mehr für Ismail hatte, wurde ihr Sohn und sie durstig. Sie lief zum nächsten Berg Es-Saffa, bestieg ihn und hielt Ausschau nach irgendeiner Menschenseele, doch vergebens. Dann lief sie in Richtung des Berges El-Marwa, bestieg ihn, doch wieder niemand in Sichtweite. Dies wiederholte sich 7-mal in der Hitze der Wüste und ohne Wasser. Als sie dann wieder beim Berg El-Marwa war, hörte sie eine Stimme und erblickte einen Engel, der mit seinem Fuß oder mit seinem Flügel in der Erde grub, bis Wasser aus ihr hervorquoll. Dies war die Quelle des Semsems Wasser. Je mehr Wasser sie davon auffüllte, desto mehr sprudelte es heraus. Sie trank vom Wasser und stillte Ismail. So versorgte Allah subhanahu wa ta'ala sie und bereitete ihnen einen Ausweg aus einer schier aussichtslosen Lage, genauso wie er Ibrahim a.s. vor dem Feuer rettete. Wo es Wasser gibt, gibt es auch Leben. Und so dauert es nicht lange, bis die ersten Stämme kamen, um sich in Mekka anzusiedeln. Langsam entwickelte sich aus dem bis dahin verlassenen Ort eine Stadt mit einer richtigen Gesellschaft, in der Hajar und Ismail lebten und in der sie ihn großzog. Ibrahim a.s. kam einige Zeit später zurück nach Mekka, wo er seinen geliebten Sohn Ismail wieder sah. Allah subhanahu wa ta'ala gab Ibrahim den Befehl, die Kaaba zu erbauen, und dieser fragte seinen Sohn, ob er ihm dabei helfen werde, woraufhin er es mit einer Selbstverständlichkeit bejahte. Sie fingen an, die Kaaba zusammen zu errichten und sagten dabei, unser Herr, nimm von uns an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Ibrahim a.s. bekam diesen, seinen ersten Sohn Ismail, erst im hohen Alter. Bereits zuvor befahl Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim, dass er seine Frau Hajar und Ismail, der zu jener Zeit noch ein Säugling war, in der Wüste Mekkas zurücklässt. Sodann sollte Ibrahim a.s. erneut mit seinem Sohn geprüft werden, diesmal sogar noch härter. Allah subhanahu wa ta'ala zeigte seinem Freund Ibrahim im Traum, dass er seinen Sohn Ismail opfern soll. Ibrahim liebte seinen Sohn, aber Allah und den Gehorsam ihm gegenüber liebte Ibrahim a.s. mehr. Und so ging er zu seinem Sohn, um ihm davon zu berichten. O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Kein Vater will seinem Sohn schaden und kein Sohn will von seinem Vater Schaden erleiden. Aber sie wussten, dass Allah nur das Beste für seine Diener will. Sie ergaben sich Allahs Willen und das ist es, was der Islam ist. Es bedeutet, sich dem Willen Allahs zu ergeben. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergelegt hatte, Ibrahim hatte das Messer bereits am Nacken Ismails angesetzt. Er wollte den Befehl Allahs ausführen, doch das Messer schnitt nicht. Und wir riefen ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den guten Tuenden. Allah wollte nicht, dass Ismail tatsächlich von seinem Vater Ibrahim geschlachtet wird, sondern er subhanahu wa ta'ala wollte sehen, ob sie beide ihm gegenüber gehorsam sind. Allah selbst sagt, dies ist wahrlich eine deutliche Prüfung. Und sie haben die Prüfung bestanden. Dieses Ereignis ist der Grund dafür, dass wir jedes Jahr an Eid al-Adha ein Tier für Allah subhanahu wa ta'ala nach dem Vorbild von Ibrahim a.s. schlachten. Die Lehren, die man aus dem Leben von Ibrahim a.s. ziehen kann, sind zu viele, als dass man sie kurz zusammenfassen könnte. Seine Überzeugung von Allah und das Vertrauen in ihn ließ Ibrahim sämtliche Prüfungen bestehen. Er wurde mit seinem Vater, seinen Frauen und seinem Sohn geprüft. Er musste allein gegen ein ganzes Volk und zwei tyrannische Herrscher vorgehen. Wäre es nicht Allah gewesen, der Ibrahim aus dem Feuer rettete und ein Wunder geschehen ließ, so wäre Ibrahim am lebendigen Leib verbrannt worden. Doch wie aussichtslos die Situation oftmals auch schienen, Ibrahim a.s. erfüllte Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber stets seine Pflichten. Allah subhanahu wa ta'ala ehrte Ibrahim damit, dass die Linie seiner Nachkommenschaft voller Propheten war. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir schenkten ihm Ishaq und Jakub und richteten unter seiner Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein. Einige Jahre nach der Geburt seines ersten Sohnes Ismail verkündete Allah Ibrahim die Geburt eines weiteren Jungen.
Sein Name war Ishak, der ebenfalls zu einem Propheten wurde. Ishak bekam einen Sohn, der Jakub hieß, und auch von ihm wissen wir, dass er später zum Propheten wurde. Jakub a.s. hatte 12 Söhne, von denen einer einen sehr besonderen Lebenslauf hatte und den Jakub am meisten liebte. Dieser war Yusuf a.s.